Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In der Sowjetunion liegen erste Ergebnisse der gestrigen Wahl zum neu geschaffenen Kongress der Volksdeputierten vor. So hat in Moskau der frühere Stadtparteichef Jelzin ein erstaunliches Ergebnis erzielt. Er bekam 89% der Stimmen. Der als radikaler Reformer geltende Politiker gewann damit überlegen gegen einen vom Parteiapparat unterstützten Kandidaten. Auch in anderen Wahlkreisen gab es Überraschungen. Die Auszählung aller Stimmen wird aber noch einige Tage dauern. Aus Moskau Gerd Ruge. Hier haben sie vorige Woche noch unerlaubt für Jelzin demonstriert. Nun haben ihn fast 90% der Moskauer gewählt. Ein Mann, der in der vergangenen Woche noch im Zentralkomitee der Partei wegen Abweichungen von der kommunistischen Linie angegriffen wurde. Das ist schon eine Sensation. Aber Jelzin ist kein Einzelfall, er, der gegen den Apparat zu einer Art Volkstribunenrolle auflief. Er ist nur der machtbewussteste und politischste unter den kritischen Kandidaten. Und in den Moskauer Wahlkreisen haben durchweg die Kandidaten gewonnen, die am längsten schon kritisch gegen die offizielle Parteilinie aufgetreten sind. Dort, wo keiner der beiden Kandidaten etwa ein besonders kritischer Kopf war, da haben die Wähler sehr häufig überhaupt alle durch Namen durchgestrichen. So ist es dem Moskauer Bürgermeister und seiner Gegnerin, einer Anstreicherin, passiert. Der Moskauer Bürgermeister ist damit durchgefallen in seiner eigenen Stadt und hier muss neu gewählt werden in seinem Wahlkreis in 2 Monaten. In anderen müssen die Spitzenkandidaten aus einer größeren Gruppe gegeneinander antreten. Und da stellt sich heraus, sind auch durchweg besonders die kritischen Leute, die in diesem Wahlkampf laut gegeben haben. Das haben die Moskauer Wähler gesucht. Die ersten Nachrichten aus der Provinz klingen ganz ähnlich. In Kiew ist der erste Sekretär der Partei durchgefallen. In Leningrad ebenfalls der erste Parteisekretär von den Wählern geschasst worden als Kandidat für den obersten Sowjet. Ein Mann, der als einer der mächtigsten in der Sowjetunion gilt. In Estland und Litauen kamen die Parteiführer nur dort durch, wo sie als Reformer bekannt geworden waren und die Unterstützung der nationalen Volksfrontbewegungen hatten. Diese nationalen Volksfrontbewegungen haben überall ihre Kandidaten mit großer Mehrheit durchgebracht, mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht in Lettland. Die Nachrichten aus der tiefsten Provinz fehlen uns noch, aber der Trend ist klar. Der Kongress der Volksdeputierten wird ganz anders aussehen, als es sich der Parteiapparat jemals vorgestellt hat. Vielleicht, so meinen manche in Moskau, sieht er so aus, wie Gorbatschow es sich erhoffte, als er im letzten Juni auf der Parteikonferenz überraschend seine Vorschläge für ein völlig neues Wahlsystem aus der Tasche zog.